Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. In der letzten Folge haben wir die letzten Samen der Bäume uns besorgt von den Bäumen. Und nun sind wir vorgedrungen zu diesem Drachen hier, dem einer der letzten Drachen, die es wahrscheinlich noch auf der Welt gibt. Den können wir jetzt ein bisschen ausfragen. Ich habe lange nach jemandem wie euch gesucht, den ich möchte in die Halle der Seelen eintreten. Wirklich? Darf ich fragen, warum ihr das wollt? Um der Existenz von Damian, dem Fluch von Revlon, ein Ende zu bereiten. Ich ziehe es vor, diese Information für mich zu behalten. Ja, sagen wir ihnen die Wahrheit. Ach ja, der Verdammte. So unwichtig er für den Lauf des Kosmos ist, so entscheidend ist er für das Leben der Alltagsfliegen, die sich Menschheit nennen. Dennoch werde ich euch antworten, wie ich auch Maxos antwortete, als er mir die gleiche Frage stellte. Die Halle der Seelen ist ein Ort der Erinnerung und Wunder, durchaus materiell in ihrer Beschaffenheit, jedoch prinzipiell ätherischer Natur. Sie ist nicht zugänglich für jemanden, der keinen Grund hat, dorthin zu gehen, aber immer und überall für alle, die eintreten dürfen. Okay. Macht euch auf den Weg und ich werde ein Tor unter den Wurzeln von Irmin Sula schaffen. Dem alten Rätselmeister wird die Aufmerksamkeit gefallen. Ist Patriarch euer wirklicher Name? Gut, gehen wir erstmal drauf ein. Also wird uns irgendein Zeichen bei den Wurzeln von Irminsul erschaffen, dieser alte Baum, der uns dieses Rätsel in der letzten Folge gestellt hat. Aha, also wird da sich wahrscheinlich die Halle der Seelen befinden. Aber wir sind eben noch längst nicht bereit, da einzutreten. Noch lange nicht so weit, denn wir haben auch noch nicht die Teile, um es zu öffnen. Na, ist Patriarch euer wirklicher Name? Nein. So nennen mich lediglich jene, die in dieser Welt leben. Mein wahrer Name kann hier nicht ausgesprochen werden, denn er ist für sich genommen ein Schöpfungszauber, der die Umgebung völlig umgestalten sowie neue und bisher unbekannte Spezies erschaffen würde. Cool. Das könnte man noch ausprobieren. Alleine dadurch, dass ich an meinen Namen denke, kann ich etwa Statuen in der Nähe umstürzen oder neue Pflanzenarten aus dem Boden sprießen lassen. Warum versteckt ihr euch hier? Verstecken? Oh nein, ich verstecke mich hier nicht. Ich ruhe mich nur eine Weile aus. Noch ein Jahr vielleicht. Oder ein Jahrtausend. Das sind schon 1000 Jahre für mich. Nichts als ein Augenblick. Warum wollte Maxos in die Halle der Seelen gelangen? Seine Antwort auf diese Frage war, wissen, dass seine Augen verrieten die Wahrheit, die Macht hieß. Ich habe dennoch einen Durchgang für ihn geöffnet, tief unter dem verbrannten Eldland von Jutulgor. Er war erfolgreich. So wie er es nahezu immer gewesen war. Aber nun. Doch das spielt keine Rolle. Nichts, was die Menschen tun, ist wirklich von Belang. Ihr habt gesagt, dass die mit den Silberaugen eure Erzfeinde sind. Doch wie können die Drachentäter euch überhaupt schaden? Ich könnte ganze Armeen von ihnen vernichten. Aber das liegt mir dennoch fern. Ich werde noch leben, lange nachdem ihre Gebeine zu Staub zerfallen und ihre Zivilisationen längst vergessen sind. Trotzdem hasse ich sie für ihre blinde Zerstörungswut gegenüber allem, was drachischen Ursprungs ist. Sie vernichten so vieles von dem, was ihnen unsere Mittler, die Drachenritter, gegeben haben. Tja, das ist schade. Ohne Rücksicht zerstören sie großartige Quellen von Weisheit und Schönheit. Aus diesem Grund verachte ich sie.
Ihr seid womöglich das seltenste Wesen, das ich je in meinem Leben treffen werde. Aber Damian, hat er nicht Drachen unter seinem Befehl? Das hat er, der listige Teufel. Aber das sind keine echten Drachen mehr. Es sind nur noch leere Höhlen, seelenlose Geschöpfe, die allen geraubt wurden, was sie zu einem Teil der alten Rasse gemacht hat. Hab Gnade mit ihnen, wenn ihr auf sie trefft. Und bereitet ihnen einen schnellen Tod. Ich muss ihn fort, großer Patriarch. Möge Ouroboros, der Drachengott, über euch wachen. Aber ich habe da noch eine Truhe gesehen, ich will da unbedingt nochmal runter. Oh, der Wasserfall, warum gehen die Wasserfälle weg? Fälle? Ihr habt versucht, wer der findet. Da folge ich abgeschlossen. Sehr schön. Hole ich mir noch ein bisschen Erfahrung. Kommt man hier aber nicht irgendwie runter? Was kann der Patriarch noch für euch tun? Ja. Oh nein. Ich will aber noch mal hier runter. Was ist mit den Wasserfällen? Warum gehen die immer weg? Die wollen uns da nicht runterlassen, scheinbar. Hier runter jumpen kann ich nicht. Da unten sind Truhen, es muss da einen Weg geben, da runter zu kommen. Oh je. Ich ahne nichts Gutes. Oh, Malachit Erz Akumin. Ach, hier wäre noch ein Malachit Edelstein gewesen. Mhm. Kann man also doch finden, ohne sie zu kaufen. Wirklich gut gemacht. Die alte Echse wollte die Halle der Seelen nicht für mich öffnen. Aber es scheint so, als würde ich sie endlich finden. Deine Mühen sind vergebens, Drache. Krieg kann nicht verhindert werden, nur verzögert. Sieh endlich ein, dass du nichts erreichen kannst. Das Publikum wartet und das Spiel wird bald beginnen. Aber als erstes werde ich den Bauern vom Brett entfernen, der meinen Angriff blockiert. Lebe wohl. Es war mir eine Ehre. Das kannst du knicken. Alter. Wie gerissen von Damian zu lauschen. Aber wir werden diejenigen sein, die obsiegen. Wir kommen der Halle der Seelen immer näher. Schnapp sie dir! Ja, ich brauche Unterstützung, mein kleiner Freund. Oje, Mana ist schon alle. Schnell einen Heiltrank reingepfiffen. Ach, komm, dreh dich. Nein, jetzt heilen die auch noch. Blöder Hauptmann, ey. Heilen sich gegenseitig, das ist ein bisschen blöd. Oh, Alter. Jetzt brauche ich... Oh, Buch über Drachenfertigkeiten, sehr schön. Ich brauche ein bisschen mehr Mana. Gut, Stärke brauche ich nicht unbedingt, die greift mich ja nicht vom Nahkampf an. Bisschen mehr Intelligenz und ein bisschen mehr Rüstungswerte wären nicht schlecht. Nehmen wir mal aus dem kleinen Heiltrank erstmal. Ich kann noch nicht. Alter, hört auf euch selbst zu heilen, ihr Drecksäcke. Dieser Lauscher, ey. Aua. Ich kann mich auch heilen hier. Blöden Typen. So, einer ist durch Geschichte.
So, der erste ist Geschichte. Endlich mal ein bisschen Selbstheilung, finde ich gut. Weil die ganzen Heilung verbraucht hier. Blöden Anhänger. Damians. Verdammt, kein Mana mehr. Oh, schon wieder kein Mana. Aber braucht eigentlich zu viel Mana. So, er ist betäubt. Damit keine Chance. Mann, 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 ey. Formel für enorme Aura des Magieschadens. Schön. Ist der Kerl eigentlich hier durchgekommen? Könnte man nicht auch irgendwie diese Fallen deaktivieren? Naja, machen einfach mal durch. So. Kann ich hier das auch wegnehmen? Nee, schade. Also wir wissen jetzt schon mal, wo die Hallen der Seelen sind. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur noch den letzten Gegenstand, um die Hallen der Seelen zu öffnen. Das ist dieses so ein komisches Amulett, was sich in Allerot befindet. Um dahin zu kommen, brauchen wir noch die restlichen Teile des der Zeppeline. Dann dürften wir da reinkommen. Doch jetzt verlassen wir erstmal diese Höhle hier. Gucken mal, was wir in den Orobas-Fjorden noch so alles erledigen können. Denn ich glaube, nach Allerot können wir sogar schon. Ja, ich glaube, wir haben schon alle Teile gefunden. Wir können, glaube ich, können schon zurückfliegen. Buche und Drachenfertigkeiten, das benutzen wir natürlich. Vier Punkte haben wir dafür gekriegt, dass wir seine Gedanken gelesen haben, oder was? Nur jedenfalls drei. Geil. Finde ich geil. Ja, ist geil. Stärken wir noch ein bisschen Atem. Die Schlammkugel. Noch den Gefährten. Der muss auch mal ein bisschen stärker werden. Wir wollten auch mal ins Tagebuch gucken. Ich wollte ins Tagebuch gucken. Die Halle der Seelen haben. Ich brauche ein besonderes Siegel, um das Tor der Halle der Seelen zu öffnen zu können. Maxus hat das Tor versteckt. Aha. Wer sucht, der findet. Ich habe einen Drache gefunden, den Patriarch. Ja gut, das haben wir jetzt erledigt. Und dafür müssen wir nach Allerot, um das Schutzamulett zu suchen. Versetzt Pizza den Sibylinen. Er ist sicher froh, bald wieder die Heimreise antreten zu können. Ja, aber wo finden wir Grabbe eigentlich?
Barbolf, wieder auf Kurs. Mal sehen. Also haben wir es noch nicht erledigt. Okay, Ring des schwarzen Rings. Ja, wow. Der Igor möchte einen Ring haben. Das ist eine fliegende Festung. Mords für Mythos. Mythos. Ja. Für Dämonen Goblins. Aha. Deshalb würde ich sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter in die Orobasfjorden. Etwas tiefer hinein. Was denn das? Eine Leiche im Wasser? Wir könnten auch mal in so eine Festung hineingehen. Weiß ich aber nicht, ob sich das schon lohnt. Ach komm, wir machen es einfach mal. Gehen jetzt mal schon mal in eine Festung rein. Und zwar in die, die ich eigentlich hier ganz vorne mal gesehen habe. Die hier. Ich glaube, da wird es hoffentlich somit am leichtesten sein. Das sind Level 27, also gar nicht mehr so schlecht. Ey, guck ich mal noch kurz, können wir noch irgendwas hier aufwerten? Nee. Dann speichere ich noch mal zwischen. Wir machen uns mal diese fliegende Festung. Oh. 26, okay. Das dürfte also ein ausgeglichener Kampf hier sein. Schnapp sie dir! Auch nur eine Heilerin. Finde ich gar nicht gut. Dann dürfte sie jetzt keine Chance mehr zum Heilen haben, hoffe ich. Tja, die hätte sich mal selber heilen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Ach du Schande. Dämonen. Schmell auf mein Monster. Ja. Dann kommst du an. Na, was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen? Könnt nicht gewinnen. Nee, hey, bleibt hier. Rücken kämpfe ich gar nicht gerne. So, einen noch übrig. Diesen blöden Dämonenkriegern. Der ist ein bisschen rumgeflattert. Okay, sieht doch bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Hey, wer? Was machst du? Kann man doch gar nicht angreifen. Ach du Scheiße. Oh, Dämonenkrieger Level 8, Alter. Seid ihr des Wahnsinns? Das ist schon ein bisschen übertrieben. Erstmal muss der Dämonenkrieger weg. Aua. Jetzt der Beschwörer des schwarzen Rings, der muss auch weg.
Sonst beschwört er immer wieder neue Dämonen. Hilfe. Uiuiui. Nicht in den Abgrund fallen. Der Himmel problematisch, weil man sich hier nicht direkt in einen Drachen verwandeln kann. Denn hier ist ja so eine Barrikade aufgebaut. Der Kerl auch immer gleich angreifen kann. So, jetzt bist du dran. Blöder Dämone. Bist du langsam. Knapp. Aua. Dem machst du gar nicht mehr so viel Schaden. Du bist ein Schwächling. Deine Größe hast du nichts drauf. Aua. Mann, muss aber immer genau auf ihn zielen. Oh, 1919 EP hat er gemacht. Sehr schön. Zwischenspeichern. Oje. Ich würde sagen, bevor wir weiter vordringen in dieser echt grauenhafte fliegende Festung, würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Folgenpause und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.